einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Die Target-Falle, geschrieben und gerade auch im Buchhandel zu erwerben von, ja, viele würden sagen, dem Meister Hans-Werner Sinn. Ich grüße Sie. Ich bin jetzt in den Heiligen Hallen hier im IFO-Institut. Sie sagen von sich, Sie sind ein Ordoliberaler. Also können Sie mir wie einem Kind erklären, was Ordoliberalismus ist? Ja, da denkt man am besten an ein Fußballspiel. Ein gutes Fußballspiel ist so, dass es starke Regeln gibt für das Spiel und einen Schiedsrichter, der aufpasst, dass sie eingehalten werden. Aber die Spieler dürfen machen, was sie wollen innerhalb dieser Regeln und dadurch entsteht ein interessantes Spiel. So ist das in der Marktwirtschaft auch. Marktwirtschaft heißt nicht Anarchie, wo jeder machen kann, was er will, sondern er muss sich an die Regeln halten, wie sie unter anderem durch das bürgerliche Gesetzbuch festgeschrieben werden. Und dann darf er frei agieren und die Verträge gestalten, wie er will. Das führt zu einem idealen Spielverlauf, einem interessanten Spiel, auch einem Spiel, das die Einkommen der Menschen vergrößert. Ordoliberal, da denkt man an Ludwig Erhard, und aber vor allem auch an Walter Eucken. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht lassen Sie sich auf das Spiel mal ein, Herr Sinn. Nehmen wir an, der erscheint jetzt vor uns hier im IFO-Institut und sagt, ich war jetzt ein bisschen über 60 Jahre nicht mehr irdisch unterwegs. Herr Sinn, was ist passiert in den letzten 60 Jahren? Was ist jetzt los? Was ist da los? Ja, es haben doch die Keynesianer zwischendrin das Ruder übernommen. Hätten sie damals nicht gedacht, dass der so groß rauskommt, der Keynes. Aber tatsächlich ist es aus England rüber geschwappt. Und wir haben lange Zeit doch keynesianische Politik gemacht, in den 70er Jahren insbesondere, wo man Schulden gemacht hat, das Wachstum versucht hat, nachfrageseitig zu stimulieren, eine Menge Inflation herauskam. Und zum Schluss man auf diesen hohen Schulden hängen blieb. Nicht? Es sind von 1970 bis 1982 die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt verdoppelt worden. Und gebracht hat es eigentlich herzlich wenig. Wir sind heute in einer geläuterten Welt, wo wir wissen, dass also zwei Dinge in Übereinklang gebracht werden müssen. Die langfristigen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens, das Haftungsprinzip, was Sie ja sehr betont haben als Grundpfeiler der Marktwirtschaft, auch das Konkurrenzprinzip. Auf der anderen Seite aber doch auch die staatliche Intervention, wenn eine scharfe Krise kommt und die Wirtschaft nicht mehr richtig koordiniert ist, dann kann ja auch mal was einbrechen. Das haben Sie in Ihrer Lebzeit ja auch erlebt, wie eben die große Weltwirtschaftskrise von 1929 an Riesenarbeitslosigkeit hier in Europa gebracht hat, was Deutschland also an den Rand des Ruins gebracht hat mit schlimmen Folgen, 33. Also Sie müssen zugestehen, dass man auch eine solche Wirtschaftspolitik braucht. Aber wir sind heute in einer Situation in Europa, wo wir nun diese Politik der lockeren Budgetbeschränkung, den Keynesianismus mit der vielen Verschuldung, schon 5 Jahre lang hintereinander gemacht haben. Und er nutzt sich langsam ab, dieser Keynesianismus. Im Moment haben wir immer noch Krise und es hat irgendwie nicht richtig gewirkt. Ich gehe mal kurz zurück von Keynes wieder auf Eucken. Wenn der fragen würde, was ist denn dann in den 80ern passiert? Ich hab jetzt gehört, hier Thatcher, Reagan, die haben losgelegt und irgendein Friedman hat vor kurzem einen Nobelpreis bekommen. Was ist denn nach der Wende passiert? Naja, also England hatte ja eine schwierige Zeit. Nach dem Krieg, den man gewonnen hatte, dachte man, es ging munter weiter. In Wahrheit ist England immer mehr zurückgefallen. Dadurch, dass die Märkte, die Arbeitsmärkte immer rigider wurden, die Gewerkschaften immer mehr Macht hatten und also den Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten unterbunden haben. Und es führte ja dazu, dass 77 dann England ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hatte, das nur noch halb so hoch war wie das deutsche. Und das war dann der Grund, dass dann, es war glaube ich dasselbe Jahr, Margaret Thatcher gewählt wurde. Und die hat das alles umgedreht. Die hat diese Gewerkschaftsbewegung aufgebrochen, hat Wettbewerb hergestellt am Arbeitsmarkt, am Gütermarkt. Das war radikal. Sie hat auch den Staat zurückgeschraubt mit erheblichen sozialen Härten. Aber das hat England ein enormes Wachstum gebracht in den Jahren danach. Das ist passiert. Was leider nicht berücksichtigt wurde, ist der ordoliberale Gedanke. Denn Friedman und Thatcher sind keine Ordoliberalen. Sie haben das hohe Lied vom freien Markt geredet.
in einem Sinne, wie Sie es als ordoliberaler Herr Eucken, niemals richtig, anarcho-liberale? Richtig gefunden hätten. Na, der Neoliberalismus, das ist ja fast dasselbe wie der Ordoliberalismus. Also es gibt zwei Interpretationen des Neoliberalismus. Einmal, anders, ohne einhaken zu wollen, ja, hypothetisch haben wir Eucken gerade erscheinen lassen. Würden Sie ihm empfehlen, jetzt nach dem Besuch, er hat ja richtig erstmal Sie gefunden, würden Sie ihm noch einen Kurzbesuch empfehlen bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft? Die soziale Marktwirtschaft ist aus der Sicht von Eucken eigentlich nicht nötig, weil die Marktwirtschaft immer sozial ist. Auch er hat eigentlich diesen Standpunkt vertreten, und sein Staatssekretär Müller-Armack, der hat aber betont, nein, das geht so nicht. Also Ordnungspolitik reicht auch nicht aus. Wir brauchen auch eine Umverteilungspolitik. Also Eucken sei ja auch eine Gefahr von Machtgruppen und deren Einfluss auf einen Markt. Ja, das auf jeden Fall. Das war die große Angst von Eucken gewesen. Er hatte geglaubt, dass die Marktwirtschaft sich selbst zerstören könnte, wenn die Firmen, die auf einem Markt sind, sich zusammenschließen zu Kartellen, um die Konsumenten auszubeuten. Da sah er die größte Gefahr. Und deswegen hat er gesagt, wir brauchen eine Marktwirtschaft mit einem Kartellamt, welches den Firmenzusammenschluss verbietet und die Firmen kleinteilig hält, damit sie einander im Wettbewerb machen. Das war sein Credo. Sind wir denn jetzt in einer marktvermachteten Zeit? Also wenn ich mit dem Spiel Monopoly vergleiche, gibt es ja am Anfang auch die Wirtschaftswunderjahre und so weiter. Haben Sie nicht das Gefühl jetzt, dass die ganzen Straßen jetzt sich zusammengeschlossen haben, die Hotels sind alle gebaut, Wachstum gab es überall? Sind wir vielleicht jetzt in den letzten Runden dieses Monopoly-Spiels? Nee, das glaube ich deswegen nicht, weil wir die Globalisierung haben. Es hat zwar Konzentrationen in den Ländern gegeben, aber durch die Öffnung, weltweite Öffnung, hat sich von daher wieder... Erweitert sich das Spielfeld. Ja, eben. Und das hat das überkompensiert. Wir haben also schon sehr, sehr viel Konkurrenz. Auch in Europa, die Schaffung des Euro hat ja irgendwie die Konkurrenz dramatisch vergrößert, was jetzt zum Vorteil der deutschen Wirtschaft sich ausgewirkt hat, aber eben zum Nachteil der Südländer. Zu Ihrem Buch, die Target-Falle. Also erstmal jetzt weg von Eucken, jetzt sind wir wieder bei dem kleinen Kind, dem Sie es erklären müssen. Was ist die Target-Falle? Also erstmal, Target ist der Name für ein Zahlungsverkehrssystem. Da wird eigentlich nur was gemessen. Etwas wird gemessen, was man lange Zeit nicht kannte, was verborgen in den letzten Winkeln der Bilanzen der Notenbanken steckte, nämlich Nettozahlungen über die Landesgrenzen hinweg. Also folgender Vorgang: ein Grieche kauft sich in Deutschland ein Auto, dann muss er das Geld überweisen, und das heißt, die griechische Notenbank muss die Bundesbank bitten, an VW, sagen wir mal, das Geld auszuzahlen. Nicht? Das tut die Bundesbank im Auftrag der Griechen und gibt ihnen damit einen Kredit. Gut, es gibt aber auch umgekehrte Lieferungen. Wir kaufen in Griechenland irgendwelche Waren, oder wir geben den Griechen einen Kredit, dann muss also praktisch die Bundesbank, die griechische Notenbank bitten, den Kredit auszuzahlen an den griechischen Kunden. Das hebt sich dann so ungefähr auf. Das war bis 2007 der Fall. Und ab dem war es eben nicht mehr der Fall, weil der Kredit nicht mehr gegeben wurde. Und damit musste die Bundesbank netto der griechischen Notenbank Kredit geben. Es war eine Art von Überziehungskredit. Nicht? Die Griechen kriegten nicht mehr den Marktkredit von uns, sondern wollten unsere Autos weiter und haben gesagt, Bundesbank, bezahl du mal an meiner Stelle. Und dadurch sind sehr große Schulden der griechischen Notenbanken entstanden und umgekehrt Forderungen der Bundesbank. Nun sind das keine bilateralen Forderungen, die waren nochmal vermischt im EZB-System. Also jeder hat die Forderung und die Schuld gegenüber dem Gesamtsystem der EZB-Länder, was auch eine gewisse Sicherheit ist, weil wenn Griechenland ausfallen würde, dann verlieren wir nicht die ganzen Target-Forderungen gegenüber Griechenland, sondern nur einen Anteil, der der Größe Deutschlands entspricht, also ungefähr 28%. Das ist ungefähr der Vorgang. Dazu kommt dann noch eine komplexere Geschichte, dass durch die Überweisungen der Griechen nach Deutschland die Geldmenge schrumpft. Aber man braucht ja das Geld zum Zirkulieren für die Zahlungsvorgänge. Es muss also nachgeschoben werden. Sonst kann es gar nicht per Saldo überwiesen werden. Und dieses Nachschieben des Geldes heißt, dass man neues Geld druckt, verleiht an die Banken. Die Target-Salden messen also auch die exzessive Benutzung der Druckerpresse in einzelnen Ländern über das Normalmaß hinaus, was zur Eigenversorgung des Landes mit Liquidität dient, nämlich um per Saldo Güter und Waren in anderen Ländern
zu kaufen und auch Schulden in anderen Ländern zu tilgen. Mit anderen Worten, was gelaufen ist in Europa ist so, als der Euro kam, ist sehr viel Kredit vergeben worden von unseren Banken mit unseren Ersparnissen nach Südeuropa, weil man dachte, das ist alles sicher. Man konnte sich nicht vorstellen, dass im Euro nochmal Länder in Konkurs gehen, es Schwierigkeiten gibt. Also bedenkenlos haben unsere Banken das Geld nach Südeuropa gebracht. Dort hat man es ausgegeben, hat gebaut, es hat die Löhne erhöht. Es gab eine Blase, eine Wirtschaftsblase, die anfangs prima war. Alles stieg, die Löhne stiegen, die Gehälter, die Preise stiegen allerdings auch. Und dann irgendwann verlor man die Wettbewerbsfähigkeit. Dadurch, dass man immer teurer geworden war, wollten die Ausländer die eigenen Waren nicht mehr kaufen. Gleichzeitig war man ja selber, hatte man ein höheres Einkommen, denn das heißt es ja, wenn man teurer ist. Man hat also mehr Importwaren gekauft und es entwickelte sich hier ein Defizit. Das wurde durch Kapitalimporte immer mehr Kredite aus dem Ausland finanziert. Und dann gab es plötzlich den Knall, als die amerikanische Finanzkrise überschwappte. Und auf einmal wollten die Banken Nordeuropas den südlichen Banken keinen neuen Kredit geben und zogen sogar die Altkredite zurück, die Kreditbestände, die sie verliehen hatten. Und dann waren die im Süden in Schwierigkeiten. Es entstanden also dann Nettozahlungen nach Norden, gemessen durch die Tagezahlen, und nachgedruckt wurde im Süden, um also den Kapitalmarkt zu ersetzen. Wenn ich es ganz banal sagen darf, dann haben die Südländer ihre Zahlungsprobleme, die sie hatten, weil sie nicht mehr kreditwürdig waren, mit der Notenpresse gelöst. Jeder hat ja die Notenpresse im Keller. Wir haben ja nationale Notenbanken, die haben sich verbunden zu einem Zentralbankensystem, aber sie gehören nach wie vor den nationalen Notenstaaten. Und jeder darf im Prinzip nach den Regeln der EZB Geld schöpfen und Kredit vergeben. Nun ist die Regeln früher mal streng gewesen. Da hätte man das nicht nach Belieben machen können, weil man dann auch entsprechende Sicherheiten, Pfänder, einreichen muss, wenn man Kredit bezieht von der jeweiligen Notenbank. Aber die EZB hat gesagt, ach, wir nehmen das nicht so genau und reduzieren mal den Standard dieser Pfänder sukzessive. Da gibt es also diese Bewertungen von den Ratingagenturen. Es war mal A-, das ist schon ganz gut, bis Herbst 2008, bis Lehman. Und dann hat man das auf BBB- gesenkt. Und da hatten sie genug Pfänder von der schlechten Sorte und konnten also auf die Weise ordentlich die Druckerpresse aktivieren, Kredit aus der Druckerpresse ziehen. Das hat eine Weile geholfen und konnten ihren Lebensstandard damit finanzieren. Aber dann gingen diese Pfänder auch zur Neige. Und dann hat die EZB gesagt, na, wir helfen euch weiter, indem wir sagen, Staatspapiere gelten generell als Pfänder, ganz egal, was die Ratingagenturen dazu sagen, auch wenn die sagen, das ist Schrott. Und dann hat man ihnen auch noch die sogenannten ELA-Kredite gegeben. Das sind Kredite, die gar nicht mit Pfändern besichert werden müssen, wo also das heißt, wenn was schief geht, steht der Nationalstaat dafür gerade. Dann hat man zum Schluss auch noch ABS-Papiere erlaubt. Das sind so diese Würste, wo man alles Mögliche reinbringt und das gemeinsam dann zu einem Papier macht, also ein Kompositpapier mit den Forderungstiteln der Banken gegenüber ihren Privatkunden, wenn sie Firmen Kredite gegeben haben, so die gebündelt und haben gesagt, hier, das ist ein ABS-Papier und das reiche ich als Pfand ein. Da hat man in Portugal eine Forderung einer Bank gefunden bis zum 31.12. des Jahres 9.999. Können Sie sich vorstellen, was da für ein Mist reingepackt wurde. In den Würsten sah man das nicht. Das waren ähnliche Mogelpackungen, wie man sie in Amerika hatte. Und das ist der Grund, weshalb der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, im Februar einen geharnischten Brief an den EZB-Präsidenten Mario Draghi geschrieben hat und hat gesagt, das geht so nicht mehr. Also wenn das mal schief geht mit diesen ganzen Krediten, dann liegen die Lasten und Verluste ja bei uns. Nicht? Wie bei den noch gesunden Notenbanken im Eurosystem. Die haben dann entsprechende Abschreibungsverluste und können nicht mehr die Gewinne ausschütten an die jeweiligen Staaten. Das sind echte Vermögensverluste für die Bürger. Das müsst ihr ändern. Aber da gibt es einen Dissens. Die Bundesbank ist hier isoliert in ihrer Position. Die Südländer mit Frankreich zusammen. Frankreichs Banken sind die größten Gläubiger im Süden. Die wollen halt einen anderen Kurs. Und die Bundesbank steht alleine. Das ist ein bisschen schade.
schon Weber und Stark. Weber war ja der Ex-Bundesbankpräsident, ist zurückgetreten. Stark ist zurückgetreten, der deutsche Vertreter bei der EZB als Chefvolkswirt. Beide unter Protest gegen diese verschiedenen Politikmaßnahmen der EZB. Unter anderem eben auch die Käufe von Staatspapieren. Also da sind wir heute. Es ist eine schwierige Situation. Die Institution, die eigentlich nach dem Muster der Bundesbank geschaffen werden sollte, so wurde uns Deutschland das ja verkauft vor 20 Jahren, steht jetzt in einem konträren Verhältnis, im Konflikt zur Bundesbank. Wie das nun endet, weiß ich nicht. Aber gut ist es jedenfalls nicht, wenn die EZB eine Politik macht, mit der die größte Mitgliedsbank, die Bundesbank, nicht einverstanden ist. Wie sich dieser Konflikt löst, weiß ich nicht. Wer ist denn die größte Machtgruppe im Moment in Europa? Ja, also es kommt darauf an, was Sie meinen. Im EZB-Rat hat jedes Land im Prinzip eine Stimme. Deutschland hat zufällig zwei, weil auch Herr Asmussen noch da im Direktorium ist und auch eine Stimme hat. Aber institutionell eigentlich eine. Malta hat eine Stimme, Zypern hat eine Stimme, Griechenland, Portugal jeweils eine Stimme. Also Deutschland ist da absolut in der Minderheit. Und wenn man die Krisenländer, die Südländer zusammennimmt und Frankreich dazu, also letztlich so eine Art mediterranen Block vor Augen hat, dann hat er 70% der Stimmen im EZB-Rat. Und diese Entscheidungen über diese Refinanzierungskredite, die werden alle mit einfacher Mehrheit getroffen. Sie haben vor wenigen Jahren den Sturm auf die Bastille gewagt mit einigen anderen 100 Ökonomen mit Ihrem Hamburger Appell. Was hat Sie da getrieben? Oh, das ist ja schon lange her. Denn ja, da war ich einer von vielen, die das auch mit unterschrieben haben. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da drin stand. Es ging, glaube ich, um Löhne oder was, ne? Damals waren die Löhne zu hoch in Deutschland. Das war die Zeit, als wir in den Euro reingekommen waren. Und Deutschland hatte ja diese enormen Wettbewerbsprobleme. Ähnliche Probleme, wie sie jetzt die Südländer haben. Die sind zu teuer geworden durch die Inflation. Wir waren zu teuer, weil wir auch vielleicht mit einem falschen Wechselkurs reingekommen sind in den Euro. Und uns liefen die Fälle davon, schwammen die Fälle davon. Also es gab die Standortdebatte, die deutschen Investoren sind ins Ausland gegangen. Einmal nach Osteuropa, der eiserne Vorhang war ja gerade gefallen, niedrige Löhne, haben direkt dort investiert. Dann das meiste Geld wurde aber von unseren Finanzinstitutionen in der Welt verteilt. Die Sparer bringen das Geld zu ihrer Bank und die Bank wiederum kauft dann irgendwelche Finanzprodukte aus der weiten Welt. Das waren unter anderem toxische amerikanische Produkte, die sich im Nachhinein wirklich als Mogelpackungen erwiesen haben. Und es waren aber auch Kreditforderungen, Kredittitel in Südeuropa, Staatspapiere in Südeuropa und Bankschuldverschreibungen und so etwas. Das war die Zeit und da mussten wir reagieren. Denn wenn wir nicht reagiert hätten durch eine Lohnzurückhaltung, hätte es eine Katastrophe auf dem deutschen Arbeitsmarkt gegeben. Wir haben das aber gemacht und wie haben wir es gemacht? Nun im Wesentlichen durch die Agenda 2010, die letztlich darauf hinauslief, eine Art Mindestlohn, den wir hatten in Deutschland, zu senken. Also fragen Sie sich, was kann der Mindestlohn sein? Wir hatten noch keinen, aber wir hatten implizit einen, insofern als wir ein Sozialsystem hatten, was für die Arbeitslosen sehr lange und recht hohe Lohnersatzleistungen bot. Und diese Lohnersatzleistungen, wenn ich es mal hart sagen darf, das Geld, das der Staat unter der Bedingung der Arbeitslosigkeit des Nichtstuns zur Verfügung stellt, sind gleichzeitig ein Mindestlohnanspruch, mit dem man an den Arbeitsmarkt herantritt. Keiner arbeitet für weniger beim privaten Arbeitgeber als das, was der Staat schon so zahlt. Und Schröder hat das gesenkt. Schröder hat also weniger Geld fürs Wegbleiben gegeben. Er hat die Arbeitslosenhilfe gestrichen und hat die Leute runtergestuft auf die Sozialhilfe, die heute Arbeitslosengeld 2 heißt. Das ist aber im Prinzip dieselbe Geschichte. Und dann hat er zusätzlich noch so ein Lohnzuschusselement eingeführt, in dem Sinne, dass wenn man dann arbeitet, man nicht automatisch alles verliert, 1:1, wie das vorher der Fall gewesen war. Und das beides hat zusammen gewirkt. Er hat also mehr Geld fürs Mitmachen und weniger fürs Wegbleiben gegeben. Die Folge war, dass der Mindestlohnanspruch, der im Sozialsystem drinsteckt, gesenkt wurde. Die Folge war, dass die Löhne fielen
Und bei niedrigeren Löhnen gab es mehr Jobs. Denn plötzlich war Deutschland doch wieder ein besserer Standort geworden. Man kam ins Geschäft. Es ist ein reines Wunder passiert auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben also unsere Arbeitslosenquote mehr als halbiert seit der Zeit. Während andere Länder, die teurer geworden sind, wie Frankreich auch, eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit haben, fast wie damals. Also da ging es genau umgekehrt. Das war so eine richtige Schere. Deutschland hatte bis 2005, sagen wir mal von Willy Brandt 1970 bis 2005 treppenförmig diesen verheerenden Anstieg der Arbeitslosigkeit, der sich nicht mehr, den man kaum noch beherrschen konnte. Und dann kam die Agenda, kam ein bisschen vorher, aber führte dann zur Trendwende. Und seitdem ging die Arbeitslosigkeit wirklich dramatisch runter. Und das ist nun wiederum etwas, was die anderen europäischen Länder beklagen und sagen, Deutschland ist zu wettbewerbsfähig. Naja, gut, ja. Ein Punkt habe ich da. Ich habe das jetzt gelesen in einem Positionspapier. Sie setzen sich für eine Parallelwährung für Griechenland ein. Und vor kurzem hieß es in Berlin, der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft befürwortet das. Was ist denn so eine Parallelwährung neben dem Euro für Griechenland? Was ist das so eine Art Regionalgeld? Was ist das? Na, den Begriff Parallelwährung habe ich gar nicht gebraucht. Aber man kann es so interpretieren. Sagen wir, irgendwer hat das so interpretiert. Was ich gesagt habe, Griechenland ist halt zu teuer. Zweitgeld oder so, ne? Ja, folgendes. Also erstmal zum Technischen. Wenn Sie die Währung umstellen wollen in Griechenland, wie wollen Sie denn das machen? Wie wollen Sie die Euros einsammeln, die da sind? Dann müssten Sie die Euros im Rest der Eurozone abstempeln. Die finden Sie ja nicht. Alles technisch schwierig. Nee, da wäre der einfachste Vorschlag, alle Konten in Griechenland, alle Preisschilder, alle Lohnkontrakte, alle Kreditkontrakte werden in Drachme umgestellt und das Bargeld, was da ist, bleibt eben da. Das schenken wir den Griechen. Nicht? Und dann können sie sukzessive Drachme drucken, also immer dann, wenn ich ein Geschäft mit meiner Bank habe und ziehe da Geld aus dem Automaten, kommt Drachme raus, auf die Dauer allmählich, ne, das Drucken dauert ja auch eine Zeit, wird also der Euro dann sukzessive durch Drachme Geldscheine ersetzt, aber die harte Umstellung der Konten und das Rechtliche, das kann an einem Wochenende geschehen, da muss ich ja noch nicht drucken. Und dadurch entsteht automatisch so eine Art Parallelwährung. Haben wir aber in der Türkei auch, in ganz Osteuropa wird der Euro benutzt. Ist das vorstellbar, dass das dauerhaft einfach beibehalten werden kann, dass es zwei Währungen gibt, also regionale Währungen? Ja, natürlich. Macht das auch Sinn und warum? Das haben wir ja überall auf der Welt. Überall auf der Welt ist der Dollar die Zweitwährung. In ganz Osteuropa und der Türkei wird der Euro als Zweitwährung benutzt. Also wir haben im Regelfall, würde ich sagen, in den meisten Ländern mindestens zwei Währungen, die benutzt werden. Nun gerade bei uns nicht. Wir haben also begnügen uns dann mit den Euros, weil der Euro so stark ist. Aber ganz Osteuropa hat zwei Währungen. Die Betonung liegt aber bei mir nicht auf den zwei Währungen, sondern einfach Austritt Griechenlands, Abwertung, dann werden sie wettbewerbsfähig. Die Griechen müssen nicht mehr die Tomaten aus Holland kaufen, sondern können sie wieder zu Hause kaufen, weil sie billiger werden und die holländischen relativ teurer, nicht? Dadurch haben die Bauern wieder zu tun und die Wirtschaft kommt in Schwung. Der Export von touristischen Dienstleistungen läuft wieder ein bisschen besser. Was sagt Draghi dazu? Ja, der mag das natürlich gar nicht, weil da wird also die Einheit der Eurozone mit allen Ländern beschworen als hohes politisches Ziel. Es ist ja auch ein politisches Ziel. Nur das Problem ist, Griechenland wird nach meiner Einschätzung nie auf den grünen Zweig kommen im Euro, weil es durch die Phase des billigen Kredits zu teuer wurde, extrem zu teuer. Also alle Krisenländer zusammen haben die Preise relativ zu ihren Wettbewerbern um 30% vergrößert und Deutschland um 22% verringert. Das ist das Problem. Bei Griechenland weiß ich jetzt die Zahl aus dem Kopf nicht, aber ich weiß so viel. Es gibt eine Studie von Goldman Sachs, die sagt, Griechenland müsste um 30% abwerten, die Preise senken, bis es wieder wettbewerbsfähig ist. Oder ein anderer Vergleich. Vertrauen Sie Goldman Sachs? Nicht allgemein, aber hier ist es ja eine Aussage, die nicht in ihrem Interesse liegen kann, denn die Investmentbanker wollen ja eigentlich sagen, ist alles prima, Deutsche, macht ihr Portemonnaie auf, wir können Griechenland im Euro halten. Diese Zahl lag nicht im Interesse der Investmentbanker, also insofern vertraue ich dieser Zahl nicht allgemein, das ist ein ganz anderes Thema. Oder ein anderer Vergleich, Griechenland-Türkei,
können Sie in die OECD-Statistiken reinschauen zur Kaufkraftparitäten, zum Kaufkraftparitätenverhältnis und Sie stellen fest, dass Griechenland 64% teurer ist als die Türkei. Das heißt, nach Adam Riese im und vom 100 Rechnung in der Schule muss man um 39% die Preise senken, damit man auf dem türkischen Niveau ist. Und das schafft man im Euro nicht. Verstehen Sie? Preise sind wie so ein alter Wecker, die gehen immer nur in eine Richtung, aber man kann sie nicht zurückdrehen, dann zerstört man den Wecker. Und was wir jetzt probieren mit Griechenland, ist eben den Wecker zu zerstören. Das heißt, die Griechen werden zu einer Sparpolitik veranlasst. Die Löhne werden gesenkt, die Ausgaben des Staates reduziert, Megaflaute. Das Land kommt in eine Depression hinein, eine Massenarbeitslosigkeit. Über die Hälfte der jungen Leute ist arbeitslos, ein Viertel der Gesamtbevölkerung ist arbeitslos. Und man hofft, auf diese Weise das Land wettbewerbsfähig zu machen, indem man die Preise drückt durch fehlende Nachfrage. Aber Sie können so viel drücken, wie Sie wollen, Sie kriegen die Preise nicht im richtigen Umfang runter. Es ist bei den Preisen fast noch nichts passiert. Die Löhne haben sich bewegt, aber darauf kommt es letztlich nicht an. Die Preise haben sich noch nicht bewegt in Griechenland. Zwischen dem, was objektiv nötig wäre, theoretisch, um das Land wettbewerbsfähig zu machen, und dem, was man der Bevölkerung zumuten kann, klafft eine riesenweite Lücke. Und das ist für mich die Begründung dafür, dass ich sage, hört mal zu, Leute, es geht nicht. Es gibt keinen Weg, Griechenland im Euro wettbewerbsfähig zu machen. Ihr versündigt euch an einer Generation von jungen Leuten, wenn ihr diesen Kurs beibehaltet. Im Übrigen wird dieser Kurs in Griechenland ja nicht gewählt wegen der Griechen. Machen wir uns doch nichts vor. Worum geht es denn? Es geht darum, dass Investoren aus aller Welt griechische Staatspapiere halten. Und sie haben Angst, dass die nicht bezahlt werden bei Fälligkeit. Also suchen sie eine Methode, sie noch loszuwerden. Die wollen sich aus dem Staube machen rechtzeitig. Und jedes Jahr, dass Griechenland drin bleibt, werden die europäischen Haushalte diese Schulden bezahlen? Ja, jedes Jahr, um das Griechenland drin bleibt, gelingt es den Investoren, mehr Papiere abzustoßen. Sie waren schon sehr erfolgreich, sind ja nur noch 30% in privater Hand, 70% gehören also schon irgendwelchen öffentlichen Rettungsinstanzen oder der EZB. Deswegen glaube ich, und das ist meine These, dass die griechische Bevölkerung quasi als Geisel gehalten wird in dem System, damit sich möglichst viele Anleger noch rausziehen können. Wer sind die Anleger? Das weiß man nicht. Die kommen aber aus der ganzen Welt. Ob das nun amerikanische Pensionsfonds sind, ob das deutsche Lebensversicherer oder deutsche Banken sind, ob es die französischen Banken sind, die sehr stark engagiert sind, ob es irgendwelche Chinesen sind, die über London. Das weiß man ja alles nicht genau, nicht? Aber feststeht, hier liegt die Interessenlage ganz eindeutig. Die wollen, dass der Euro so zusammenbleibt. Und das ist meine Kritik an dieser Rettungspolitik. Das Ziel der Rettungspolitik kann nicht sein, die Anleger der Welt zu beruhigen, sondern man muss auch das Interesse der Steuerzahler und Bürger in den noch gesunden Ländern Europas beachten und der Bürger in den Krisenländern, der einfachen Leute, die kein Vermögen haben, die aber ihren Arbeitsplatz brauchen. Und wenn man die beiden zusammennimmt, die Gruppen, dann sieht man, dass das, was jetzt gemacht wird, nicht die richtige Politik ist. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herr Sinn, vielleicht bald wieder mal hier oder woanders. Und das Buch, die Target-Falle, im Tombus 4 Shop erhältlich vom Hansa Verlag. Und dieses Interview könnt ihr nachlesen auf globalchangenow.de, in der nächsten Ausgabe der Humanen Wirtschaft, auf den Videoportalen wie Videogold. Ich danke euch. Mein nächster Gast ist ebenfalls hier bei München, Felix Finkbeiner, der mit 9,5 Jahren sich vorgenommen hat, 1 Million Bäume zu pflanzen in jedem Land dieser Erde. Mittlerweile 15 mit seiner Initiative 12 Milliarden Bäume in 193 Ländern gepflanzt hat und jetzt sagt, ich will 1 Billion bis 2020. Das wird sehr spannend. Übrigens, der denkt die Welt ganz neu. Vielleicht noch eine Schlussfrage, Herr Sinn. Kann man Ökonomie auch ganz neu denken? Also, dass man sagt, wir sind nicht am Ende unseres Wissens angekommen, stellen wir doch alles auf den Kopf. Kann man wirklich ein Wirtschaftssystem noch so oder ein Geldsystem ganz neu denken, sodass es dem Gemeinwohl dient? Also man muss immer noch dazulernen, das ist ja klar, jede Wissenschaft macht weiter. Aber die Unterstellung in Ihrer Frage,
dass die Ökonomie nicht dem Gemeinwohl dienen würde. Die müsste ich doch zurückweisen. Ich glaube, dass es schon genau darum geht, eine Volkswirtschaft so zu gestalten, dass sie tatsächlich dem Gemeinwohl dient. Und das ist, da sind wir wieder beim Ordoliberalismus. Die Spielregeln des Systems mit einer stärkeren Bankenaufsicht, höheren Eigenkapitalanforderungen für die Banken und, müssen so gestaltet werden, dass da tatsächlich dem Gemeinwohl wieder mehr gedient wird als in der Vergangenheit. Da bin ich bei. Dankeschön. Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.